Ihr wollt noch viel mehr Zimmerpflanzen, die aber möglichst nicht kaufen. Da habe ich einen Tipp für euch. Ihr könnt Bananen als Wachstumsbooster zur Anzucht von neuen Pflanzen nehmen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen schräg, aber es funktioniert. Ich bin Horst, ich bin Gärtner und mein Schrebergarten ist mitten in Berlin-Charlottenburg. Es gibt ja so viele Dinge, mit denen man gärtnern kann, die man sonst vielleicht wegschmeißen würde. Also ich finde, man müsste viel mehr upcyclen, recyceln oder wie auch immer ihr das nennen mögt. Und zwar habe ich hier eine Grünlilie, die habe ich so heute Morgen bei mir zu Hause geerntet. Ihr kennt die Pflanze, das ist eine Pflanze, die ist sehr gesund, die reinigt nämlich die Luft. Und die möchte ich vermehren und dazu benötige ich eine Banane. Und zwar nehme ich natürlich eine, die nicht mehr so lecker aussieht. Die lege ich jetzt mal vor mich hin. In diese Banane schneide ich ein Loch. So, ein bisschen hin und her, darf ruhig tief sein, schön breich. Dann nehme ich meine kleine Grünlilie, das kann auch eine kleine Aloe sein oder ein anderer kleiner Ableger von einer Zimmerpflanze und stecke die hier mit den Wurzelchen nach unten hinein. Nicht zu tief, so ungefähr. Sieht aus wie so ein Bananenboot mit Grünlilie. Und jetzt muss das Ganze in die Erde. Ich habe hier einen Topf, Scherbe unten rein, damit das Wasser abläuft und es durch die Erde nicht verstopft, das Loch. Dann nehme ich eine lockere Erde, sandige Erde. Das heißt, ich muss die Banane links und rechts ein bisschen abschneiden, damit die auch hier reingeht. Machen wir mit zwei geraden Schnitten. Wäre der Topf größer, könnte ich auch die ganze Banane versenken. So, und jetzt kommt die Banane mit der Grünlilie hier in den Topf rein. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Und dann fülle ich mit Erde nochmal rundrum an. Hier das berühmte Klopfen. So, ein kleines bisschen feucht machen mit dem Sprüher. Und jetzt sorgt das Kalium in der Banane, Bananen haben ja sehr viel Kalium dafür, dass die Wurzeln schnell, intensiv und kräftig wachsen. Einfach so aufs Fensterbrett stellen und in 0, nix wird der Zimmerdschungel immer größer. Kennt ihr vielleicht auch Gartenhacks, die so ein bisschen schräg klingen, wo es aber Spaß machen würde, die auszuprobieren? Schreibt mir die doch bitte unten in die Kommentare. Vielleicht mache ich ja mal ein Video drüber. Und wenn ihr die Videos schauen wollt, die ich schon gemacht habe, dann schaut auch gerne rein.